庄子当朝，金钱他七枪长七桌，金项链的三十二岁的庄子。Hallo und willkommen zu diesem kleinen Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr den Sideshop in Dota 2 wieder herstellt. Der wurde nämlich heute, am 5. um Mitternacht um den Dreh, wurde der nämlich deaktiviert, aus dem Spiel entfernt, könnte man meinen. Aber mit einem Konsolen-Comment kommt man dann noch dran und kann so noch seine Sachen einlösen. Und zwar steht hier in diesem Post, das ist der Update-Post, wer quasi seine Sachen noch einlesen möchte, der kann den Command dota-show-sideshop-command benutzen. Das bedeutet, ihr geht zur Bibliothek, geht zu Dota 2, Eigenschaften, Startoption festlegen und gibt minus Konsole ein. Ich werde die Befehle auch unten in die Beschreibung packen. Sobald ihr das gemacht habt, liest ihr einfach alles. Noch übrigens, ihr dürft nicht währenddessen in Dota sein, ihr müsst dabei Dota schließen, ansonsten sind die Änderungen nicht wirksam. Gut, starten wir mal Dota. Sobald ihr also im Hauptmenü angekommen seid, geht ihr oben auf das Zahnrad. Dort könnt ihr zur erweiterten Hotkey-Einstellung gehen und findet bei Oberfläche die Konsole. Das legt ihr jetzt auf eine Taste nach eurer Wahl. Ich habe das jetzt auf diese Taste hier gelegt. Das ist die Taste unter Escape. Sobald ich die drücke, öffnet sich die Konsole. Und dann gibt ihr ein Dota unterstrich show unterstrich sideshop. The mysteries renew me. Und dann kommt ihr jetzt zu dieser Seite. Und könnt auch alles einlösen, was ihr haben wollt. Ich habe jetzt nicht mehr genug Punkte, ich habe meine Sachen schon eingelöst. Aber ja, so könnt ihr auf jeden Fall noch eure Sachen einlösen. Und ja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dieses kleine Tutorial für den Fix, dann würde ich mich schon für ein Like interessieren, freuen und würde sagen, bis zum nächsten Video.